Liebe Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegner, liebe Genossinnen und Genossen, wir protestieren hier gegen einen Krieg, der heute in der Ukraine von der Regierung geführt wird, gegen die eigene Bevölkerung. Hallo Laura. Und lasst es uns gleich zu Beginn klar sagen, dies ist nicht nur ein Krieg um ein Regime einer Koalition aus Oligarchen, Neoliberalen und Faschisten durchzusetzen. Es ist auch ein Krieg für die Interessen des imperialistischen Kapitals. Ein Krieg für die Interessen der Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und für den deutschen Imperialismus. Die Bundesregierung ist hier nicht zuschauender Vermittler, sondern selbst Kriegstreiber und Kriegshetzer. Und deswegen gehen wir heute auf die Straße. Deswegen sind wir hier, um auch dieser Bundesregierung in den Arm zu fallen. Ohne die tatkräftige Mithilfe der USA, der NATO, aber auch der Bundesregierung wären Jasenjuk und Poroschenko heute nicht in der Regierung in der Ukraine. Wir hätten keine Putschistenregierung, die mit westlicher Hilfe an die Macht gekommen ist und nun ihre Machtansprüche durchzusetzen versucht. Und ich sage es an dieser Stelle auch klar, unsere Solidarität gilt allen, die sich gegen diese Regierung zur Wehr setzen. Sie gilt allen Antifaschisten und Antifaschistinnen, sie gilt der Linken, aber sie gilt auch der Bevölkerung im Süden und Osten der Ukraine. Einer Bevölkerung, die hier als Separatisten, als Büttel Moskaus, als Agenten diffamiert wird. Einer Bevölkerung, der vorgeworfen wird, ein Land zu zerreißen, indem sie mehr föderale Rechte, mehr regionale Autonomie fordert. Hier werden die Dinge einfach auf den Kopf gestellt. Und unsere Solidarität gilt auch einer Bevölkerung, die sich wehrt, weil sie kein zweites Massaker von Odessa haben will. Denn genau das ist es, was droht, wenn sich die Regierung in Kiew, wenn sich diese Koalition aus Nationalisten und Faschisten mitsamt ihres Antiterrorkriegs, ihres sogenannten, durchsetzt. Das ist auch der Grund, warum dieser Widerstand legitim ist. Wir haben es hier mit einer beispiellosen Verdrehung von Tatsachen zu tun. Heute werden wir Linke, Antikapitalistinnen, als Putin-Versteher, gewissermaßen als Agenten Moskaus diffamiert. Dabei waren es genau wir, die in den letzten Jahren immer wieder auf die Straße gegangen sind, wenn demokratische Rechte, wenn die Rechte von Lohnabhängigen, wenn die Rechte von Schwulen und Lesben von eben dieser Regierung eingeschränkt und bekämpft wurden. Es war die deutsche Bundesregierung, die noch vor wenigen Monaten von einer strategischen Partnerschaft mit Russland gesprochen hat, damit nicht nur das Ölgeschäft wie geschmiert läuft. Und genau diese Regierung ist es jetzt, die uns vorwirft, quasi zu Putin-Freunden mutiert zu sein, nur weil wir einen Krieg, den die NATO, den die EU, den die USA und den Deutschland führt und unterstützt, beim Namen nennen. Und wir sehen in den letzten Tagen, dass die Bewegung, wie sie im Osten der Ukraine stattfindet, keineswegs eine Bewegung ist, die aus Agenten Moskaus besteht, sondern eine, die von der Bevölkerung getragen wird. Wir sehen das an den Streiks der Bergarbeiter und Bergarbeiterinnen. Und als Revolutionäre und Revolutionärinnen teilen wir keineswegs die Illusionen oder Hoffnungen, die viele, meiner Meinung nach durchaus zu Unrecht, in Putin und die russische Regierung dabei hegen. Eine Regierung, die selbst zweifellos eigene imperiale und geostrategische Interessen vertritt. Ja. Doch das heißt doch keineswegs, dass die Bevölkerung im Land sich dagegen nicht wehren darf. Und
daher gilt unsere Solidarität auch jenen Antikapitalisten und Antifaschistinnen im Land, die versuchen, eine Bewegung aufzubauen, die sich gegen die Kiewer Regierung, aber auch gegen die Wurzeln des Übels, gegen Kapitalismus und Imperialismus wendet. Die versuchen, den Kampf gegen die Kiewer Regierung mit dem Kampf um soziale Befreiung, um eine sozialistische Perspektive zu verbinden. Lasst uns daher auch hier eine Antikriegsbewegung aufbauen, die diese Verbindung schafft, die nicht auf Verschwörungstheorien oder auf Völkstummelei reinfällt, sondern Regierung, damit komme ich auch zum Ende, die, wie einst Karl Liebknecht klar sagt, Imperialismus und Kapitalismus können nur gemeinsam bekämpft werden. Wer gegen den imperialistischen Krieg kämpfen will, muss auch gegen das kapitalistische System kämpfen, das ihn immer wieder hervorbringt. Eskalationspolitik, keine Zusammenarbeit mit Faschisten. Wir sind solidarisch mit allen antifaschistischen und emanzipatorischen Kräften in der Ukraine. Wir ergreifen Partei für den Frieden. Ihr Lieben, wir befinden uns vor dem Hauptstadtbüro der ARD, also der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Ich wende mich an die hier tätigen Journalistinnen und Journalisten und an die Verantwortlichen dieser Anstalten, namentlich an den Chefredakteur Kai Gnifke. Jeden Abend möchten Sie uns in unseren Wohnzimmern mit Ihren Sendungen Tagesschau und Tagesthemen besuchen. Heute machen wir es umgekehrt. Wir besuchen Sie, um uns zu beschweren. Wir sind nämlich mit Ihren Nachrichtensendungen überhaupt nicht zufrieden. Was uns schon seit Wochen und Monaten besonders ärgert, ist Ihre Berichterstattung über die Ukraine. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten erhalten von uns Milliardenbeträge, 7,5 Milliarden Euro im Jahr, damit sie uns zutreffend und umfassend informieren. Aber die Informationen, die Sie uns aus der Ukraine liefern, sind einseitig, parteiisch, unwahr oder halbwahr, was noch gefährlicher ist. Wir haben solche Erfahrungen schon in früheren Kriegen gemacht, zum Beispiel vor 15 Jahren im Bombenkrieg der NATO gegen Jugoslawien und später im Irak und in Afghanistan. Erst anderthalb Jahre nach dem sogenannten Kosovo-Krieg brachte die ARD eine Sendung des Westdeutschen Rundfunks mit dem Titel »Es begann mit einer Lüge«. Da wurde dann nicht nur eine Lüge eingestanden, sondern ein dickes Bündel von Lügen. Es wurde klar, dass wir Zuhörer und Zuschauerinnen während des ganzen Krieges und schon vorher und noch lange nachher belogen und betrogen worden waren. Die ARD und andere Medien hatten kritiklos die Kriegspropaganda der Bundesregierung und der NATO übernommen und verbreitet. Herr Gnifke, wir möchten bitte schön nicht wieder anderthalb Jahre auf die Wahrheit warten lassen müssen. Ein besonders übles Beispiel haben Sie uns Anfang Mai geliefert beim Mord an mehr als 40 Menschen im Gewerkschaftshaus in Odessa. Es gab eindeutiges Bildmaterial. Es war klar, wie das Gebäude mit sogenannten Molotow-Cocktails in Brand gesetzt worden war, wie die brennenden und erstickenden Menschen gehindert worden waren, sich zu retten und wer das getan hatte.
Sie aber verschleierten das Verbrechen mit den Worten, da sei ein Gebäude in Brand geraten. Als hätte jemand vergessen, vor dem Einschlafen seine Zigarette auszudrücken, oder als wäre eine Sicherung durchgebrannt, in Brand geraten. Solche Verschleierung ist publizistische Beihilfe zum Massaker. Die Gründe, warum sich nach dem Putsch in Kiew 90% der Menschen in der Ostukraine für Autonomie entschieden, hätte man diesen Gründen nicht mal nachgehen müssen? Sie verbreiten allerlei Andeutungen über russische Einmischung. Aber als die zuständige Direktorin des US-Außenministeriums, Victoria Nuland, offen ausplauderte, für den Umsturz in der Ukraine seien aus Washington 5 Milliarden Dollar geflossen, wäre es da nicht dringend notwendig gewesen, aufzuklären, wofür diese immense Summe ausgegeben worden ist? Haben Sie sich jemals dafür interessiert, wer hinter dem Ukrainian Crisis Media Center steckt, das im Kiewer Hotel Ukraina die dort untergebrachten Journalisten aus aller Welt mit Gesprächspartnern, Informanten, Desinformanten versorgt? Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht, wenn Sie im vergangenen Winter dem deutschen Publikum Abend für Abend den Boxer Klitschko als Erlöser, als Helden präsentierten und vorher jahrelang Julia Timoschenko als die heilige Unschuld vom Lande? Wer oder was hat Sie zur Beteiligung an solchen Kampagnen veranlasst, die mit Aufklärung, mit kritischem Journalismus nichts zu tun haben? Beteiligen Sie sich an Gerede vom runden Tisch, obwohl der runde Tisch gar nicht rund ist, denn die Putschisten in Kiew verweigern den Vertretern der nach Autonomie strebenden Ostregionen den Zutritt. In Nachrichtensendungen mehrerer ARD-Anstalten hörte ich dann, die Vertreter der Separatisten nehmen nicht teil. Das ist üble Irreführung der Öffentlichkeit, üble Kriegspropaganda. Denn wenn eine der beiden Konfliktparteien nicht zu Verhandlungen zugelassen wird, dann dienen diese Verhandlungen nicht dem friedlichen Interessenausgleich, sondern der Vorbereitung einer sogenannten militärischen Lösung, also zur Vorbereitung des Krieges. Wir sind die Stimmen der toten Millionen. Wir rufen weit ins Land hinein. Alle Raketen, Drohnen und Kanonen können unsere Stimmen nicht überschreien. Wir fragen euch und alle Soldaten, für wen hat der Krieg denn einen Sinn? Wer handelt mit Giftgas und Granaten? Wer spekuliert auf Kriegsgewinn? Riskiert den Freck, dass die ganze Welt einmal wieder in Schutt und Asche fällt. Krieg und Leichen schafft Geld den Reichen. Wer hat Faschisten und Terroristen in den Sattel gehoben? Wer versorgt sie mit Waffen und Munition? Wer lässt sie als finstere Schergen toben? Was ist der Zweck solcher Operation? Wer raubt den Völkern dieser Erde aus Gier nach Reichtum und Expansion? Erdöl, Diamanten und seltene Erden. Wer schickt Militär in jede Region? Wer riskiert denn frech, dass die ganze Welt einmal wieder in Schutt und Asche fällt? Krieg und Leichen schafft Geld den Reichen. Wer hat die Wirtschaftskrise verschuldet? Wer spekuliert auf Weizen, Wasser, Strom und Sprit? Wer hat das riskante Zocken geduldet? Wer kennt nur eins? Profit, nur Profit. Wer schnüffelt uns aus mit Hightech-Geräten und redet von Freiheit und Menschenrecht? Lässt foltern, knüppeln, schießen und treten. Bricht skrupellos selbst jedes Völkerrecht. Wer riskiert denn frech, dass die ganze Welt einmal wieder in Schutt und Asche fällt? Krieg und Leichen schafft Geld den Reichen.